In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Sammy-Tonbeutel zusammennähen, die Tutorials für die Reißverschluss-Innentasche und für die Träger und das Appliqué sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die benötigten Materialien sind hier aufgelistet, du kannst es aber nochmal im Detail in der PDF-Datei nachlesen. Wir falten die untere Kante des Futterstoffes auf die obere, stecken die Seitenkanten fest und nähen sie zusammen. Dabei lassen wir eine Wendeöffnung von ca. 14 cm auf einer Seite. Dann falten wir die Trägerhalter zur Hälfte und schließen die offene Seitenkante. Anschließend wenden wir die Halter und bügeln sie. Wir falten die Halter in der Mitte und stecken jeweils einen auf jede Seite des Beutelvorderteils, 2 cm von der unteren, gefalteten Kante entfernt. Wir nähen die Halter mit ein paar Stichen fest. Nun nehmen wir die Träger-Tunnelteile und falten sie an den beiden Endkanten zweimal um, so wie auf dem Schnittteil angegeben. Und wir nähen die umgefalteten Kanten fest. Dann falten wir die Tunnelteile entlang der langen Mitte, stecken sie jeweils an die kürzeren Kanten des äußeren Beutelteils, sodass die rohen Kanten aufeinandertreffen und nähen sie mit einem Heftstich fest.
Nun, da die beiden Tunnelteile an den kurzen Kanten des Beutelteils befestigt sind, können wir das Beutelteil falten und an den Seiten zusammenstecken. Als nächstes schließen wir die Seitenkanten. Dann wenden wir das Beutelteil aus Futterstoff nach außen, stecken es in das äußere Beutelteil hinein, rechts auf rechts, und stecken und nähen die beiden Teile entlang der oberen Kante zusammen. Jetzt wenden wir den Tonbeutel nach außen durch die Wendeöffnung und schließen die Wendeöffnung anschließend von Hand oder mit der Nähmaschine. Dann stopfen wir den inneren in den äußeren Beutel. Nun nehmen wir jeweils einen Träger und ziehen ihn durch die Tunnel. Ich benutze meinen Bodkin, aber du kannst auch eine Sicherheitsnadel benutzen. Ich beginne auf einer Tunnelseite, ziehe den Träger durch den Tunnel hindurch, dann stecke ich den Träger auf derselben Seite in den anderen Tunnel hinein und ziehe ihn auf die andere Seite hindurch, sodass ich auf derselben Seite herauskomme, auf der ich angefangen habe. Das klingt etwas kompliziert, aber ich hoffe, du kannst sehen, was ich hier mache. Dies wiederhole ich nun mit dem anderen Träger. Diesmal beginne ich auf der anderen Seite der Tunnel.
Dann stecke ich ein Ende des Trägers durch den Trägerhalter auf der unteren Seite des Beutels und verknote es mit dem anderen Ende. Und dann ist unser schicker Beutel auch schon fertig. Ich habe dann gleich noch einen genäht mit einem lila Elefanten und einem kleinen Spiegel als Auge. Und unser schicker Stern, den wir zusammen genäht haben. Ich hoffe, dir hat das Projekt gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dass du mit mir zusammen genäht hast. Gib dem Video doch einen großen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos, wenn du magst. Und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!